Hi zusammen, ich habe die Gitarre mal zum Testen bestellt, weil ich auch neugierig war und gespannt war, was man da für 399 Euro alles bekommen kann. Von außen ist es eine ganz normale Strat, so wie man die kennt, mit einem Humbucker und zwei Single Coils, mit der klassischen Schaltung, Humbucker, Single Coil in der Mitte und Humbucker zusammen, nur Single Coil, dann die beiden Single Coils zusammen und dann nur der am Neck. Nur zwei Regler. Finde ich auch gut so überschaubar. Ich finde auch gut, dass der Volume-Regler nicht zu nah hier am Humbucker dran ist. Das stört manchmal beim Spielen. Hier finde ich das, den Abstand ziemlich gut. So ähnlich wie man das vielleicht von Ibanez, von der AZ-Serie kennt oder von diversen Suhr Pro Strats. Der erste Eindruck von mir. Die Verarbeitung ist richtig, richtig gut. Also fangen wir damit mal an. Das erste, worauf ich achte, ist immer der Hals. Ja? Und der Hals ist hier erstmal einfach sehr wunderschön. Ja, mit diesem Flamed Maple sieht man vielleicht hier so ein bisschen. Sieht echt ziemlich geil aus. Das Halsprofil gefällt mir auch ziemlich gut. Das ist nicht zu dick, aber auch nicht zu dünn. Irgendwie gerade passend. Die Buntstäbchen sind überragend bearbeitet worden. Ich hoffe, man kann das hier sehen. Ich versuche es mal zu zeigen. So, also auf jeden Fall einfach unglaublich gut. Man merkt auch so beim Führen der Hand entlang des Griffbrettes merkt man kaum was von den Buntstäbchen. Super geil gemacht. Ansonsten ist die Gitarre für eine Strat normal leicht. Ja, ich schätze mal zwischen 3,4 und 3,5 Kilogramm, nicht mehr. Das ist natürlich super angenehm, wenn man viel im Stehen spielt. Von dem Korpus her sieht wie eine ganz normale Fender Strat aus. Gell? Ich finde, die Halstasche passt ziemlich gut zum Hals, beziehungsweise passt der Hals perfekt in die Halstasche rein. Es gibt keine großen Spalten oder derartiges. Einen kleinen Lakris gibt es hier aber schon. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Ja, vielleicht sieht man das, gell? Ansonsten Locking Tuners. Also in der Preisklasse ganz, ganz klasse. Halseinstellschraube ist hier, wie man das vielleicht von Music Man von früher kennt. Ziemlich praktisch, ziemlich cool. Also der erste Eindruck von der Verarbeitung her ist sehr gut, auch akustisch. Auch die akustisch klingt die Gitarre schon ziemlich geil. Man hat auf jeden Fall Bock, die mal anzuschließen und auszuprobieren. Gut, gehen wir so ein bisschen durch die Tonabnehmer durch. Neck. Neck und die Mitte. Mittelpickup. Habe ich Bock, irgendwas zu zupfen? Der
der mittlere Single Coil und der Humbucker. Der Humbucker ist übrigens splitbar, indem man hier den Tonpoje einfach hochzieht. So, der Humbucker selbst. Humbucker gesplittet. Humbucker normal. Humbucker gesplittet. Ja. Jo, also erster Eindruck ist gut. Dazu möchte ich noch sagen, die Gitarre war ab Werk nicht so gut eingestellt, was die Saitenlage angeht, was die Saitenhöhe angeht. Die Saiten waren zu hoch eingestellt. Das lag auch zum Teil daran, dass der Sattel hier vorne, der war nicht so gut gekerbt. Ja? Das heißt, die Tiefe für die jeweilige Saite war nicht optimal eingestellt. Das war jeweils ein bisschen zu hoch, sodass auch das Justieren am Halsstab erstmal nicht so viel gebracht hat. Ich habe da zum Glück das passende Werkzeug und ich habe das schnell behoben. Wenn man das alles richtig einstellt, dann spielt sich die Gitarre super. Sie hat ab Werk Elixiersaiten 1046. Das ist normalerweise nicht die Größe, die ich spiele. Ich spiele normalerweise 946. Das ist für mich gerade ein bisschen ungewohnt. Spielt sich aber trotzdem sehr gut. Ja, gehen wir verschiedene Sounds mal durch. Machen wir mal etwas mehr Gehen dazu. Und fangen mit einem Humbucker an. So, gesplittet. Neck. Macht Bock. Geht ganz gut ab. Das splittete Humbucker. Jo, noch ein bisschen mehr Verzerrung. Humbucker. Gesplittet. Thank you.
So, jetzt noch ein bisschen mehr gehen, vielleicht was ein bisschen mehr abgeht. Also wie gesagt, der erste Eindruck ist ziemlich gut. Die Gitarre hat ein gutes Gewicht, ist gut ausbalanciert, gutes Holz, super Halsprofil, super Halsholz. Das macht total Laune, das macht total Spaß. Das Holz des Griffbrettes scheint ein bisschen trocken zu sein. Also da müsste man auf jeden Fall mal was machen. Die Locking-Tuners sind etwas schwergängig und ich behaupte mal ein bisschen unpräzise. Ich habe die jetzt mehrmals stimmen müssen wegen des Einstellens des Halses. Und mir ist aufgefallen, die sind jetzt nicht so präzise. Ja? Also das ist dann vielleicht doch so ein bisschen ein Schwachpunkt. Außerdem sind es keine Locking-Tuners, die so ein bisschen nach der Höhe angepasst sind. Ich glaube, die heißen irgendwas mit Staggered Locking Tuners oder sowas. Dazu sind diese Seitenhalter, diese String Trees eingebaut. Ist okay, ja. Könnte man sich aber überlegen, weil die Gitarre ansonsten ziemlich gut ist, die vielleicht mal zu wechseln gegen präzisere, die aber auch so ein bisschen nach der Höhe angepasst sind, sodass man diese Seitenhalter gar nicht braucht. Die Verarbeitung ist top. Was für mich total wichtig ist, ist der Hals, der ist hier super. Die Grundlage ist sehr gut. Die Pickups sind okay bis gut, sind jetzt nicht überragend gute Pickups, was aber wie gesagt bei dem Preis auch okay ist, wie ich finde. Ansonsten macht die gesamte Elektronik einen ziemlich guten Eindruck. Das Tremolo ist interessant. Das von Babich, das kannte ich bisher auch nicht wirklich. Ich habe mal gegoogelt, allein das Tremolo kostet 139 Euro neu. Also ist schon ziemlich krass, was man da geboten bekommt. Also es ist wohl qualitativ ziemlich gut. Ich habe das jetzt nicht so benutzt. Ich benutze grundsätzlich das Tremolo nicht so viel. Es ist ein bisschen höher hier, da wo normalerweise die Seitenreiter sind, sind hier eher so höhere Blöcke. Das ist erstmal so ein bisschen ungewohnt, ist vielleicht so ähnlich wie bei einer Les Paul. Ja. Es gibt da ja bei Les Pauls auch so diese moderneren Seitenhalter oder bei PRS-Gitarren. Also muss man sich ein bisschen dran einstellen. Ist jetzt nicht so, dass es irgendwie total komisch ist und total eine totale Umstellung darstellt, ist es nicht. Ist eine kleine Umgewöhnung. Also das Tremolo ist super, das Holz ist super, die Verarbeitung ist sehr, sehr gut. Akustischer Sound sehr, sehr gut. Der Hals ist echt ein Hingucker, ein Traum, lässt sich geil spielen. Also insgesamt macht die Gitarre einen sehr guten Eindruck. Wenn man da vielleicht noch ein bisschen in die Tonabnehmer investiert und in etwas präzisere Locking-Tuners, dann hat man eine überragende Gitarre. Ja, und jetzt auf jeden Fall vergleichbar mit Fender Plus Serie oder wie die heißen, diese teuren Made in Mexico. Mindestens auf dem Niveau auf jeden Fall. Ich glaube, wenn man die noch ein bisschen aufwertet, wie gesagt, noch ein bisschen Geld reinsteckt in Elektronik und Tonabnehmer, dann auf jeden Fall drüber. Also, für das Geld 399 Euro, klasse Gitarre. Ich weiß noch nicht, ob ich sie behalte. Ich werde sie jetzt noch mal eine Woche spielen, testen und so weiter. Und dann werde ich entscheiden. Aber der erste Eindruck ist schon hammergut. Ja, hätte ich so ehrlich gesagt nicht erwartet. Also Daumen hoch, Thomann und Harley Benton, sehr, sehr geil.